Frank, du hörst mir jetzt mal gut zu, du Hundescheiße. Hey, Slick. Aha. Du hast ein Kabel so dick wie Texas, das sehe ich gleich. Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh, oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich habe sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Ich könnte wirklich was bewegen. Ohne Scheiß. Was Richtiges. Das wär's doch. Scheiße, ja, was für ein Hammer. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und folge mir. Komm schon, es ist nicht weit. Ich war selbst mal Kämpfer und ich war gar nicht so schlecht. Ich hatte eine kleine Siegeserie und habe 17 Kerle nacheinander ausgenockt. 17 nacheinander. Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. Den letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann. Gehirn raus. Also, da habe ich einen Gang runtergeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Okay, da wären wir. Geh da rein. Meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich. Guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mach ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger. Ich bin wegen dir hier. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin schickt dich. Die erste Regel der Kampfgruppe ist, du musst allen Bescheid sagen. Lass es alle sehen. Steh im Rampenlicht und so. Mein Baseballschläger juckt. Ich liebe das Geräusch, wenn die Zähne splittern. Ich gehe immer direkt auf die Fresse. Rechnen die nicht. Ich habe gegrillten Hund gegessen, bevor ich herkam. Die Latte ist schmächtig. Du brauchst noch einen Kampfnamen, bevor du da reingehst, damit wir gegen dich setzen können. Es ist Lollipop. Eindeutig Lollipop. Ich meine, guck dir mal diese Fresse an. Okay, du Zwerg, dann also Lollipop. Geh in den Ring, Lollipop. Hier kommt Little Fuckers neuestes Menschenopfer. Lollipop. Du bist tot, Lollipop! Ich war noch, aber du hast den Lollipop! Ich setz auf die Hose! Lollipop! 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 Du wirst da drin sterben! Hört auf! Lollipop kann sich auch was gefasst machen da drin! Das wird ein Gewinn! Okay,
Bratzen! Herzlich willkommen in der besten Kampfgrube auf dieser Seite der Strahlungswolken! Hört auf, euch an den Eiern zu kraulen und begrüßt unseren Neuzugang! Lollipop! Hoffentlich hält sie länger durch als der Letzte! Was
Hey, Slick! Du hältst dich für schlau, hm? Du meinst, du gehst ab für Dünnschiss? Denn genau so bist du abgegangen. Unaufhaltsam. Ich glaube, mit dir könnte ich zusammenscheißen. Zusammenarbeiten. Was wir zusammen alles reißen könnten. Große Dinge. Ganz groß. Ich weiß, du hast noch eine Rechnung offen mit Mickey und Lou. Ich könnte dich nah an sie ranbringen. Und dann machst du einfach dein Ding. Mir fällt schon was ein. Keine Sorge, Slick. Ich krieg das hin. Ich muss mal meine Denkermütze aufsetzen und brauche ein bisschen Freiraum, um mir was einfallen zu lassen. Mach dich mal rar, ich kann nicht denken, wenn du mir über die Schulter atmest. Ich melde mich.